Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Oblivion. Wieder mal in Oblivion. Wir sind wieder in ein Oblivion-Tor gegangen. Wer könnte es glauben? Das sind wir doch eigentlich so selten. Na, Quatsch. Natürlich, ja, schon wieder in ein Oblivion-Tor, denn direkt vor Korol hat sich ebenfalls eines geöffnet. Und da habe ich mich entschlossen, das Express mal zu schließen. Wie so oft eben. Wir kennen die Ebene auch schon wieder. Das ist nicht... nicht eine, die neu ist, nein, die haben wir ebenfalls schon mal gesehen. Deswegen auch wirklich überhaupt nicht nötig, das hier zu erkunden. Wir werden also einfach in den Hauptturm vorstoßen und diesen dann hochgehen und den Siegelstein entfernen, um das Tor zu zerstören. Ich glaube, ich kann jetzt auch schon zum Hauptturm vordringen. Können wir hier ja auch, aber die Ebene hier ist abgeschlossen. Die geht weder nach unten noch nach oben, soviel ich weiß, soviel ich mich erinnern kann. Sprich, wir müssen dann wieder nach unten den kleinen Turm und dann den Zugang zum großen Turm suchen. Aber ich wollte hier rein, weil es genau hier nämlich Beute gibt. Ich muss mir auch merken, wo ich reingekommen bin. Denn es bringt wenig, wobei müssen wir alle Tore öffnen. Ich weiß es nicht mehr. Ich versuche es jetzt mal so. Oh, Moment, da habe ich einen vergessen. Musste ich eigentlich zweimal drücken. So, jetzt haben wir beide. Ja, genau. Ich muss nämlich jetzt unten durch irgendwie, aber ich weiß jetzt gerade echt nicht mehr, ob ich alle Tore öffnen sollte oder ob eines reicht. Wir werden es jetzt mal versuchen. Und sonst muss ich halt wieder hoch und in die anderen Türme reingehen. Mal sehen, mal sehen. Vielleicht hat es ja geklappt. Wer weiß. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mal nach unten und sehe mir das an, ob ich da schon in die Mitte komme. Ja, und dann müssen wir eigentlich nur den Turm hoch und haben das Tor auch schon geschlossen, wenn wir oben angelangt sind. Ja, wird sicher wieder ein Weilchen dauern. Wird vor allem wieder viel gekämpfe. Aber ich hoffe, das wird irgendwie werden. Ja, richtig, der Aufzug ist jetzt natürlich unten. Den haben wir ja nach unten geschickt, als wir das Skelett looten wollten. Ja, und da sehen wir auch, dass wir im richtigen Turm wieder sind. Das Skelett ist nämlich immer noch da. Zappelt und tanzt schön auf dem Fahrstuhl, der sich da auf- und abruckelnd bewegt. So, kann wieder nach unten gehen. Jawohl. Rechtzeitig runterspringen, damit wir dann nicht von den Stacheln aufgespießt werden, die da unten sind. Sehr gemein, so ein Aufzug. Und jetzt können wir uns auch nochmal davon überzeugen, hier gibt es keine weitere Beute. Habe ich also nichts vergessen. So. Ich denke doch mal, wir müssen in die Richtung, oder? Oh, jetzt hätte ich vielleicht von oben mal noch gucken sollen, wo das Tor ist, das aufgeht. Ah, es ist doch das hier in der Nähe. Sehr schön. Ja, und dann denke ich doch mal, können wir wirklich schon reingehen zum Hauptturm? Das müsste ja hier einfach ein weiterer Ring sein, der um den Turm rumführt. Und genau, nee, das ist ein Nebenturm. Ui. Dann muss ich jetzt doch... Ach so, nö, richtig. Das waren ja nicht, nur drei Nebentürme, das waren vier. Nee, was erzähle ich da? Das waren fünf. Und zwei davon führen ja in die richtige Ebene, von der wir dann hoch können, in die Spitze des Turms und da dann den Siegelstein entfernen. Richtig, so war das doch auf der Ebene hier. Genau. Habe ich mich auch wieder erinnert. Das haben wir nämlich schon mindestens einmal gemacht. Puh, bin ich jetzt erschrocken. Ab diesem Zivilei, der einen Feuerball auf mich geschleudert hat. Und da hat gerade auch noch ein anderer etwas auf mich geschleudert. Wie hat der mich denn jetzt entdeckt? Der kommt ja davon ewig weit weg rangerannt. Na gut, okay, werde ich eben zwei erledigen müssen. Wird schon irgendwie gehen. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir zwei von den Typen erledigen. Ich glaube, es waren sogar schon mal drei. Das hat ja auch irgendwie geklappt. Also müssen wir uns da nicht zu sehr sorgen. Der hat mich aber übel weggeschleudert. Ich sehe auch gerade, wir haben fast keine Ausdauer mehr. Jetzt, während wir hier niedergeschlagen wurden, hat die sich zwar ein wenig regeneriert, aber nicht genug. Ich kann ja gleich noch ein Schild mit anmachen. Das wäre vielleicht für diese Situation gar nicht so schlecht. Da müssen wir auch unsere Lebensenergie noch nicht mit einem Trank aufbessern, sondern können uns weiter hier kloppend um die Typen hier kümmern. Die werden auch schön zurückgeschleudert, wenn wir sie hauen. Zumindest recht oft. So, jetzt haben sie hier... Oh, jetzt haben sie schon wieder eines beschworen. Na, klasse. Na gut, aber so langsam wird ihre Moral auch weniger. Ihre Lebenskraft, Entschuldigung, alte Blutdruckkrankheit, das wisst ihr ja sicher mittlerweile auch. Wenn ihr zumindest regelmäßig mal reinguckt... Na komm schon, jetzt könnte aber auch echt mal einer von euch sterben. Genau, und es war zum Glück auch der,
der das Viechchen beschworen hat, und der andere ließ auch nicht lange auf sich warten, was das Sterben anging. So, jetzt muss ich mir ja auch echt überlegen, ob ich einen der Äxte mitnehme, weil wir können ja schon bald zurück. Und da wäre es eine Überlegung wert, ob wir hier eine Axt mitnehmen, die wir dann verkaufen können in Koroll. Aber 76 Kilo, du meine Güte. Dann sind wir ja schon beinahe voll. Ob ich das wirklich riskieren soll? Na gut, ich kann es ja mal mitnehmen. Und wenn wir dann zu schwer werden, dann können wir sie ja wieder ablegen. Wir werden schnell zu schwer werden. Da ist ja echt nicht mehr viel an Gewicht übrig. Aber gut, mal sehen. Wie gesagt, wir können es ja dann immer noch ablegen. Das geht ja jederzeit irgendwie. Meistens, wenn wir looten, haben wir ja auch immer einen Platz, wo wir was von uns unterbringen können. Deswegen bin ich da ziemlich entspannt. So, komm schon. Danke. Und so ganz zum Notfall haben wir ja auch immer noch eine Menge Federtränke bei uns, die wir zum Not benutzen können. So, was befindet sich denn hier? Ein weiterer Xivilei. Die Typen sind aber auch über die ganzen Ebenen rüber verstreut. Das ist schon ziemlich enorm. Und, oh Mist, ich habe vergessen zu reparieren. Das darf ich trotz dessen, dass wir nur einen Hammer brauchen, nicht vergessen. Das könnte sich sonst eines Tages als verheerend herausstellen. So gut, bei dem hier war es jetzt nicht so tragisch. Der hat relativ schnell das Zeitliche gesegnet. Der Hammer wäre deutlich mehr wert, aber auch deutlich schwerer. Und in Anbetracht dessen, dass wir höchstens 1200 für sowas erhalten können, wegen den Händlerpreisen, können wir auch genauso gut die leichtere Axt mitschleppen. So, ich heile mich hier mal nochmal kurz durch. Dann wird repariert und dann gehen wir mal weiter. Oben müsste dann der Durchgang zum Hauptturm sein. Und von da müssten wir dann auch ganz nach oben gelangen, glaube ich zumindest, zu wissen. So, nochmal ganz nach unten, dass der Hammer auch wirklich komplett zu unterst sein muss. Oh, die Dietrische Kriegsaxt können wir auch gleich reparieren. Da unser Hammer ja nicht kaputt gehen kann, ist es ja kein Problem. Und ja, Tatsache, die Rüstung schon schlimm zurecht. Da haben wir natürlich auch etwas mehr Schaden bekommen. Aber dank dem Schildtrank ist das nicht so schlimm gewesen, wie es hätte sein können. Da muss ich dann wirklich auch mal machen. Noch ein paar Schildtränke mehr. Die Dinger sind schon sehr nützlich. Gegen physischen Schaden, gegen magischen Schaden schützt uns ja unser Schmuck und unsere Rüstung. Da sind wir schon sehr resistent dagegen. Da wären Schildtränke schon eine gute Ergänzung. Nach oben bitte. Möglichst ohne mich aufzuspießen. Das wäre nett. Oh, schön. Ja, da fehlt es wieder nach oben. Und dieses Mal ist oben eine Platte. Sprich, ich denke, da wird wieder ein Gegner auf uns warten. Aber soll er nur kommen? Soll er nur kommen? Ich fürchte mich nicht. Zumindest nur ein ganz kleines bisschen. Und genau da. Das müsste dann die Tür sein, die uns zum Hauptturm führt. Aber ich will dennoch ganz nach oben mal gucken. Eventuell ist da nämlich Beute und etwas Nützliches für uns. Aber gut. Ob es dann nützlich ist, denke ich doch eher weniger. Und von wegen weder Gegner noch Beute. Ein Blutbrunnen. Aber den können wir auch gleich benutzen, denn unsere Lebensenergie ist ja nicht ganz voll. Die können wir jetzt mit Zauber und mit diesem Brunnen gleich mal voll machen. Bevor wir dann die Tür benutzen und weiter nach innen gehen. In den größten Turm. In den Hauptturm. Wo auch der Siegelstein das Tor offen hält. So, das müsste das hier sein. Jawohl. Genau, denn diese Brücke ist jetzt eine Ebene tiefer als die anderen Brücken. Die zu der Ebene führen, die uns nicht weiterbringt. Na gut, im Prinzip schon. Boah, du meine Güte. Dass ihr Gegner mich auch immer so erschrecken müsst, ist ja furchtbar. Oh, mein Herz, es pocht. Es wäre beinahe stillgestanden. Na gut, okay, es war zum Glück kein schwerer Gegner. Die Diadretts sind da längst nicht mehr wirklich eine Herausforderung. Oh, wir sind schon recht weit oben im Turm, glaube ich. Hat es hier noch andere Gegner? Nein, es geht hier einfach weiter. Gehen wir also auch mal weiter. Und ich bin gespannt, ob wir dieses Tor hier in der Folge auch wirklich noch schließen können. Oh. Wir könnten hier auch noch weiter nach unten. Aber danach ist mir jetzt auch wirklich überhaupt nicht. Wir haben hier einen weiteren Xivilei, der sich uns in den Weg stellt. Tapfer, aber vergebens, mein Bester. Das Viechchen können wir unterwegs auch noch gleich erledigen. Au, hör doch auf, mich aufzuspießen hier. Er beschwört es auch gleich wieder. Na gut, er selber hat schon deutlich mehr Lebensenergie und vor allem ebenfalls einen Schildzauber, weiß ich. Das macht die Viecher echt enorm zäh. Zumal sie ihren Schildzauber auch wirklich immer wieder erneuern können, wenn er ausläuft. Ah, furchtbar.
Aber gut, besiegt haben wir ihn dennoch. Und auch hier ist wieder ein Blutbrunnen, bei dem wir gleich die Lebensenergie etwas auffüllen können. Und die Magicka könnten wir ebenfalls auffüllen. So, nebst den beiden Aufgängen hier gibt es zwei Türen. Welchen soll ich denn benutzen? Da geht's zur Naturkatastrophe. Ah, warte mal, bei dem sind wir, glaube ich, reingekommen, oder? Wo geht's hier hin? Zitadellenhalle. Ah, hier geht es weiter. Und da sind wir reingekommen und da ging es nach unten. Nach unten will ich aber nicht, deswegen gehen wir hier mal weiter. Oh, zwischenspeichern wäre vielleicht mal eine gute Idee. Auch wenn wir, glaube ich, im Tor selber hier einige automatische Speicherfunktionen bekommen haben. So, der Sturmatronarch hier dürfte auch keine große Herausforderung sein, obwohl er mir gerade eine ziemliche Ohrfeige verpasst hat mit seinen Brocken hier. Und aufgepasst, da oben sind Fallen. Die tun bestimmt auch ziemlich weh, wenn sie mich treffen. So, erledigt. Aber wir haben ja hier diese praktischen Griffe, mit der wir die Falle auslösen können. Und wenn sie sich wieder nach oben zieht, können wir dann locker und unbescholten an ihnen vorbeilaufen. Ist natürlich praktisch sowas, aber muss man natürlich auch erst wissen. Muss man auch erstmal gesehen haben. So, und jetzt nochmal kurz repariert. Nicht, dass wir hier noch in Schwierigkeiten geraten. Na gut, wobei, da braucht es, glaube ich, schon ziemlich viel. Tickschädel. Ich bin immer amüsiert, wenn ich den Namen sehe. Das passt einfach wie Hinterteil auf Eimer, sage ich jetzt einfach mal. Ja, sehr kreative Namen, die ich mir in meinen Rüstungsteilen gegeben habe. Zumindest sind sie nicht falsch geschrieben. Ha, 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 ne? Absorption mit P. Gut, ja. Egal. Ich will den Griff... ja, genau. Sehr schön. Hab mich verfehlt. Haha. Der hintere ebenfalls. Und der letzte auch. Also, ich weiß nicht, wie viel Schaden die anrichten, aber wenn die drei auf einen drauf prassen, dann dürfte es wohl schon ziemlich bald zu Ende sein. So, aber wir haben es locker dadurch geschafft, ohne Schaden zu nehmen. Ich heile mich nochmal. Und nochmal. So, jetzt dürften wir aber auch richtig voll sein. Was haben wir denn hier? Ah, Beute. Sehr schön. Ein großer Seelenstein und Gold. Wunderbar. Kann ich dann zur Not mal meine Waffe auffüllen, wenn es dann ganz schwierig wird. Ah, ein Dirdrezahn und nochmal Gold. Sehr gut. Gold nehme ich immer gerne. Gehen wir mal zur nächsten Ebene. Ja, sehr schön. Wieder hier in der Mitte. Hier müsste, glaube ich, auch irgendwo ein Gegner sein, wenn mich nicht alles täuscht. Oder auch nicht. Nö, Tatsache. Kein Gegner vorhanden. Soll mich aber nicht stören. Wir nehmen die Tür hier auch gleich zur nächsten Ebene. Na gut, Ebene. Doch, Turmebene. Ich denke, das kann man schon als Ebene bezeichnen. Oder halt als Stockwerke. Das könnte ich dann vielleicht mal als Alternative verwenden. So, ich gehe gleich mal hier lang. Ihr merkt es schon, ich bin so ein klein wenig ein Rechtsgänger. In so Labyrinthen und so nehme ich immer meistens den rechten Weg. Oh, den Beschwörer habe ich gar nicht gesehen in seinem... Ah, das ist gar kein Beschwörer. Also doch, die Spinnen sind ja auch Beschwörer, aber ich hatte jetzt an einen Dremora-Beschwörer gedacht eigentlich, aber nein, es ist eine Spinne. Aber auch die sieht man wegen ihrer Färbung in den Türmen hier natürlich nicht sehr gut. Sind alle schön farblich getarnt, ich sehe das schon. So, das war jetzt wieder recht einfach. Die Detra-Spinnen, so heißen die ja, es waren schon seit Anbeginn eigentlich immer sehr einfach zu besiegen. Da gibt es bestimmt eine Stufenkombination, wo die noch recht schwer sind, aber ich glaube, da waren wir einfach schlichtweg nicht in einem Oblivion-Tor. Komm schon, geht drauf. Das Einzige, was sie wirklich gefährlich macht, sind diese kleinen Viecher, die einem lähmen. Ja gut, und okay, sie sind, denke ich, auch rechte Zauberspeien, heilen sich. Also wenn sie zuhauf auftreten, sind sie sicher auch recht unangenehm. Gerade in gewissen Levelbereichen. So, hier geht es, denke ich, weiter. Die andere Seite ist ja einfach dann endend in dem Raum, wo wir auch schon waren. Da muss ich jetzt nicht noch gucken, ob da noch Feinde sind. Nein, wir wollen das wirklich alles sehr rasch erledigen. Ja, da hinten sehe ich einen Sturm. Och Mann, wie heißen sie denn? Sturmatronarch, genau. Müsste ich doch eigentlich wissen. Oh nein, nein, nein. Haha, die schmeißen immer ihre eigenen Viecher ab, diese Sadisten. Ich mag die Xivelei nicht. Das sind wirklich die einzigen noch ernstzunehmenden Gegner. Nebst einigen der Dremora, die auch noch recht hart sind. Und diese kleinen Viecher, die eben beschwören, die sind auch einfach richtig unangenehm. Und oh, ich nehme hier recht Schaden. Ich muss aufpassen.
Trotz meiner rechten Zähigkeit hier muss ich doch aufpassen, dass ich hier nicht... Oh, ja, genau. Okay, okay, Tränke. Ich brauche Tränke. Ich sehe schon, wenn ich hier den Mund zu voll nehme, dann kann es recht schnell mal in die Gegenseite gehen. Habe ich was mit Schild kombiniert? Schaden reflektieren wäre auch mal lustig, aber ich denke, dann hebe ich mir für einen besonderen Gegner auf. Ich weiß schon welchen. Gut, okay. Ich sehe schon, kombiniert mit Schilden hat es hier, glaube ich, nichts weiter. Na gut, dann nehme ich eben nur einen normalen Ausdauertrank. Den hier. Und noch einen Lebenstrank, das auf alle Fälle auch. Einen 1 Kilo schweren am besten. Oh, der hat aber noch eine Menge anderer Sachen dabei. Wir hatten doch noch... Jawohl, hier. Der ist auch so schwer. Können wir den auch gleich loswerden. Und dann kann es weitergehen. Wird das schon irgendwie klappen? Ach... Der schleicht sich immer so von der Seite an und piekst mich dann mit seinem Schwert hier. Aber warte, jetzt bist du uns nur noch alleine entgegen. Jetzt werde ich dir schon zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, genau, mein sprichwörtlicher Hammer. Hey, wirst du wohl nicht davon rennen? Komm schon. Hahaha. Geblockt. Ah, verdammt, jetzt war ich zu spät. Macht aber nichts, gestorben ist er nämlich dennoch. So, gib mir mal dein Herz. Ich gebe es dir auch nicht zurück. Um auf einen kleinen Song anzuspielen. Und die Alchemie-Zutat des Sturmpatronagen nehmen wir natürlich auch an uns. So, jetzt kann es hier auch schon weitergehen. Ich sehe gerade, wir sind auch schon ganz oben. Das ist hier die Spitze des Turms. Wir müssen nur noch in den obersten Raum gehen, wo auch der Siegelstein ist. Ich heile mich kurz mal noch hoch und dann kann es weitergehen. Ah, aber nee, warte mal. Genau, das war ja noch. Reparieren ist natürlich auch noch Sache. Oh, und ich sehe gerade, wir haben die 20.000 geknackt. Ja, das ist, glaube ich, Premiere. Mehr als 20.000 hatten wir auf alle Fälle noch nie. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir so viel hatten, das war irgendwie bei 14.000 oder so. Es ist also jetzt deutlich mehr als unser letzter Höchststand. Oh ja, da müssen wir auf alle Fälle nochmal durchreparieren, bevor es jetzt dann in den Endkampf geht. Das sind ja immer so drei, vier ganz harte Gegner am Ende. Oder ziemlich harte Gegner. Da müssen wir also schon gewappnet sein. So, gut. Rein hier. Und los geht's. Mal gucken, was dieses Mal auf uns wartet. Oh, ein Blutbrunnen. Den nehme ich gleich noch, damit ich mein Leben voll habe, wenn ich kämpfen muss. Ich kann hier aber auch wieder heilen. Ach, es klappt doch eigentlich alles ganz gut. Wenn man diese Türme schnell machen will, dann gelingt es einem meistens eigentlich auch. Ich meine, die Folge ist jetzt dann vorbei und wir sind schon ganz oben. Noch nicht mal annähernd vorbei und wir sind schon ganz oben. Ah, Mist. Die hat gut getroffen. Oh, und hier ist auch noch ein Beschwörer. Und zwei Detra-Spinnen. Ja gut, dann ist das Ganze aber nicht so schwer. Oh, die waren nur beschwört. Ich verstehe. Die Beschwörer haben hier Detra-Spinnen, die sie beschwören. Los, fall runter. Hey, der hat ja mal eine Balance. Hat sich gar nicht runterschubsen lassen. Und ich treffe hier nichts. Was soll das denn, meine Güte? Normalerweise treffe ich doch eigentlich ziemlich gut. Die lassen sich hier gar nicht runterdrängen. Weichen mir immer wieder aus, wenn ich sie runterschubsen will. Hattest du so wenig Moral? Genau. Du hattest so wenig Leben. Na los, komm schon, stirb. So, ich muss auf alle Fälle wieder einen Ausdauertrank nehmen. Ich glaube, Lebenstrank ist noch nicht unbedingt nötig. Habe ich eigentlich noch relativ viel. Die Hälfte dürfte noch für eine Weile reichen. Ach, zum Glück, hier habe ich noch 8 Stück. Sonst wäre ich jetzt echt darauf verwiesen geworden, einer der besseren zu nehmen. Komm schon. Lauf nicht weg, das bringt dir ja sowieso nichts. Pff, du blockst in die falsche Richtung, Mano. So, erwischt. Waren das jetzt echt nur 2 Stück? Na gut, in Ordnung. Soll mir recht sein. Dann ist das Ganze hier nicht allzu schwer. So, dich loote ich natürlich auch noch. Und ich kann nicht glauben, dass das nur 2 waren. Da ist doch bestimmt noch irgendwo anders ein Gegner. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Beute hat es hier unten auch wieder keine. Sehr enttäuschend. Aber ganz oben ist meistens noch ein Beutel mit was ordentlichem drin. Mal sehen, ob das dieses Mal auch der Fall ist. Erhöhen unsere Magika-Regeneration an den Brunnen mal noch ein wenig, damit ich mich wieder voll heilen kann. Und jawohl, hier ist ja der Beutel auch schon. Und Tatsache, das waren ja jetzt nur 2 Beschwörer, die diesen Raum verteidigt haben.
hat man wohl größere Stücke auf die gehalten, als es dann wirklich war. Ein Expertenkalkinator. Sehr schön. Ja, der ist zwar bei uns auch schon vorhanden, aber 500 Gold wert. Den nehmen wir natürlich mit und verkaufen ihn dann. Ein großer Seelenstein ist dabei auch drin. Ist da auch drin, aber leider ohne Seele. Naja, was soll's. Und 629 Gold. Ach, einfach herrlich. Einfach herrlich. So, sehr schön. Wir sind also ganz oben. Und das noch vor Folgenende. Sehr gut. Da ist doch noch was. Ich wusste es. Ich wusste es. Das können nicht nur zwei Gegner gewesen sein. Das wäre das erste Mal, dass hier oben so wenig Gegner sind. Jawohl, da ist noch ein Beschwörer. Der hat sich wohl irgendwo verlaufen. Hat mich vielleicht nicht gleich gefunden. Aber ich werde dich natürlich auch noch mit Vergnügen erledigen. Habe ich ja gar keine Hemmungen von. Mit diesen Tremora kann man eigentlich immer ganz locker brutal umspringen. Die sind ja eh immer so brutal drauf. Also kann ich auch Gleiches mit Gleichem vergelten. Puh, der ist ja gar nicht dazu gekommen, irgendwas zu verwenden. Da habe ich wirklich einfach nur so überrannt, könnte man fast sagen. So, aber das ist jetzt doch schon eine realistischere Anzahl an Gegnern in diesem Endraum. Deswegen denke ich doch, das war jetzt der letzte. Wir gehen also nochmal rauf, entfernen den Ziegelstein und dann haben wir es auch schon geschafft. Sehr schön. Hier habe ich alles mitgenommen, jawohl. Und seht an, Leute, 2 Kilo noch frei. Wir haben also trotz der schweren Axt alles noch tragen können. Wunderbar. Der Ziegelstein passt auch noch rein. Perfekt. Und bam, da implodiert das Tor und portet uns gleich raus. Wie immer sehr komfortabel. Da können wir auch gleich nach Koroll zurück, das ja keine 3 Meter von dem Tor entfernt ist, gefühlt. So, sehr schön. Sind wir wieder draußen. Und die Leiche der Detra-Spinne, die wir erledigt haben, fliegt im hohen Bogen davon. Ah, und sieh an, da hinten ist noch eine. Nö, das ist ein Reiter. Ah, das war doch dieser Kerl, der den Rappenkurier verteilt hat. Oder diese Dame. Ich weiß nicht mehr genau, welches Geschlecht es war. So, in Ordnung. Na gut. Gehen wir gleich zum Tor von Koroll. Von Oblivion zu Tor von Koroll. Das passt doch. Ah, es ist aber schon recht spät, oder? Oder recht früh. Eines von beiden. Ah, recht früh. In Ordnung. Es wäre aber eigentlich schon mal angebracht zu schlafen, oder nicht? Naja gut, ich denke, das überlegen wir uns dann in der nächsten Folge. Ja, ich werde jetzt hier, denke ich, auch gleich vor den Toren Korolls Schluss machen. Dann verkaufen wir das nächste Mal und überlegen uns, wie wir schlafen und so weiter. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Session wieder. Diese hier ist jetzt vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann.